Nachdenkseiten. Die kritische Website. Und wieder ein mit öffentlichem Geld gezüchteter Experte. Gestern im Heute-Journal. Ein Beitrag von Albrecht Müller. Letzthin hatte ich in meinem Beitrag »So strickt die ARD ihre einseitigen Geschichten« darauf hingewiesen, wie die ARD Experten für ihre Meinungsmache nutzt. Gestern war das Heute-Journal an der Reihe. Von Beginn an um 21.45 Uhr wurde Stimmung fürs Militär und für militärische Einsätze gemacht. Die Sendung ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Zunächst wurde versucht, militärische Erfolge der Ukraine zu verbreiten. Dann gab es ab Minute 5 bis Minute 10 ein Interview mit dem Militärexperten von der Universität der Bundeswehr in München, Carlo Massalla. Sogenannte Experten vom freien Markt, Experten von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Experten von Bundeswehrhochschulen. So werden die einseitigen Meldungen unserer Medien unterfüttert. Im konkreten Fall der Sendung des ZDF von gestern wird auch noch nachträglich eine Rechtfertigung für Waffenlieferungen an die Ukraine untergebracht. Und es wird beklagt, dass diese Waffen nicht früher geliefert worden sind. Außerdem wird für die heute beginnende Übung alliierter Flugzeuge im deutschen Luftraum Werbung gemacht. Mit dem tollen Argument, trainiere dort, wo du kämpfen wirst. Es wird uns also der ins Haus stehende Lärm und Dreck damit schmackhaft gemacht, dass die heute und in den folgenden Tagen übenden Flugzeuge dann auch hierzulande eingesetzt werden. Ein tolles Argument, das seine Wirkung nur deshalb entfalten kann, weil offenbar viele Menschen nicht mehr genau hinhören. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.